Ihr bringt jeden Tag Leistung. Gut auf der Leiter nach oben. Leute, ihr seid Magier. Hallo und herzlich willkommen bei Rest Fieberer, Personal aus Karlsruhe. Heute wieder mit einem ganz spannenden Thema. Sehr spannend. Und ich habe hier meinen Spickzettel. Wer von euch hat früher auch in der Schule Spickzettel geschrieben? Ich immer. Ich habe sie aber nie benutzt. Aber der psychologische Hintergrund vom Spickzettel ist folgender. Wenn man einen Spickzettel erstellt hat, dann hat man sich viel Mühe gemacht, auf kleinstem Raum viele wichtige Informationen rauszubringen. Und genau das ist das Geheimnis vom Spickzettel. Man braucht nachher einen Spickzettel gar nicht mehr, weil sich das so gut verankert hat. Gut, und heute haben wir was. Das ist ein sehr interessantes Thema, sehr, sehr interessant. Und zwar das Thema, Achtung, ich schreibe es euch hier mal hin, Atem. Und unten drunter kommt das Wort Bewegung. So, Freunde, was will ich euch damit sagen? Ganz einfach, schaut mal. Ich habe in den letzten Jahren auch bei mir selbst sehr viel gelernt zum Thema Krafttraining und parallel dazu zu entspannen. Ihr kennt das Spiel vielleicht alle. Ihr seid geschäftlich gut unterwegs. Ihr habt einen geilen Job, ihr bringt jeden Tag Leistung, ihr seid entweder im Angestelltenverhältnis gut auf der Leiter nach oben oder ihr seid schon selbstständig und ihr seid Leute, ihr seid Macher, ihr gebt Gas den ganzen Tag. So. Ihr habt Telefonate, ihr habt Termine, ihr habt Druck, ihr müsst von A nach B fahren, ihr müsst Leistung bringen, ihr müsst abliefern. So, und was haben wir irgendwann mal? Irgendwann geht's los, dass wir eventuell Schlafprobleme haben, wir können nicht mehr schnell genug einschlafen, wir kommen nicht mehr zur Ruhe, wir sind hektisch, wir sind schneller gereizt, wir finden einfach keinen Ruhepol mehr. So, jetzt kommt meine Idee. Warum sollte man nicht zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen? Wie wäre es denn, wenn wir Krafttraining oder Fitnesstraining kombinieren mit Meditation? Tja, jetzt sitzt ihr da gerade vor eurem Rechner und denkt, was will Mr. T da schon wieder? Das ist ganz einfach, Freunde. Hier habe ich es hingeschrieben, Atem und Bewegung. Ganz einfach, ich habe sehr, sehr geile Erfahrung gemacht, wenn man den Atemrhythmus, den Bewegungsrhythmus anpasst. Ich habe euch ein paar kleine Sachen reingeschnitten zum Thema während des Trainings, wie ich das am besten mache. Ich erkläre es euch mal. Passt mal auf. Wenn ihr zum Beispiel Kniebeuge macht, ja, dann habt ihr die Stange auf dem Rücken. So, und jetzt geht ihr runter, das ist der exzentrische Bereich, haltet unten kurz an, stopp und geht wieder nach oben. So, und das ist meistens so, dass viele, die zu mir kommen, ins Personal Training oder in die Beratungsstunde nach ins Personal Training, dass die ihre Arbeitstakt tun. Diesen Takt, was man bei der Arbeit aufgenommen hat, dieses Hamsterrad, diese Hamsterradgeschwindigkeit, die bringen sie mit. Und dann wird das Training viel zu hektisch gemacht. Das sieht man an den Bewegungen, das hört man an der Atmung und das hört man beim Reden, weil sie viel schneller reden, sie reden viel zu schnell. Sie wollen ganz viel Information loswerden. So, was müssen wir machen? Wir müssen es ein bisschen ausbremsen, den Takt ein bisschen runterfahren. Und das ist das, was ich heute euch zeigen möchte. Nehmt den Takt raus. Wenn ihr zwei, dreimal in der Woche ins Fitnessstudio geht, könnt ihr das perfekt einbinden. Jetzt passt ganz gut auf. Also, wenn ihr zum Beispiel die Kniebeuge macht, so, und ihr seid oben, Stange auf dem Rücken, und dann geht es langsam runter, ja? Dann geht ihr nach unten, und während des Abwärtsbewegungsablaufes, das ist der exzentrische Bewegungsablauf, atmet ihr ein. Wenn ihr ganz unten am tiefsten Punkt, für euch tiefsten Punkt einkommen seid, haltet kurz an. Wenn ihr jetzt wieder nach oben geht in den konzentrischen Bereich, dann atmet ihr gleichmäßig über den gesamten konzentrischen Bewegungsablauf aus. Nicht kurz und hektisch, nicht, sondern gleichmäßig. Von unten bis nach oben. Stopp! Dann umkehren und nach unten. Einatmen, stopp, nach oben. Ausatmen. So, klar,
es werden die Belastungsgewichte werden sicherlich im Anfangsbereich kleiner werden, weil ihr euch erstmal die neue Bewegungsgeschwindigkeit inklusive den Atemrhythmus anpassen müsst. Da müsst ihr mit kleinen Gewichten arbeiten. Die Bewegungsgeschwindigkeit wird ja wesentlich länger. Die meisten sind ja in 1, 2, die sind ja in 2 Sekunden fertig. Also es dauert dann schon 4 Sekunden, vielleicht sogar ein bisschen mehr wie 4 Sekunden. Aber genau das ist auch das Geheimnis für den Muskelaufbau, indem ihr das Reizzeitfenster etwas vergrößert. Das heißt, ihr schlagt noch eine Fliege mit, noch mit einer Klappe. Das heißt, ihr schlagt gleich 3 Fliegen mit einer Klappe. Weil die Kadenzzeit verlängert, die Reizzeit, ist es perfekt für den Muskelaufbau. Auch für die Kraftausdauer. Deswegen nochmal, nehmt die Bewegungsgeschwindigkeit runter. Nehmt eure Taktung von der Arbeit rauf und fahrt eure Bewegungsgeschwindigkeit runter und passt euren Atemrhythmus an. Wenn ihr es dann noch schafft, im konzentrischen Bereich sogar noch etwas länger auszuatmen im exzentrischen Bereich, dann habt ihr den Parasympathikus, Sympathikus-Atmung. Das ist perfekt. Das bringt euch wieder Ruhe. Das bringt das Pendel wieder sehr schön zum rhythmischen Schwingen. Ihr werdet Ruhe finden, ihr werdet Kraft auftanken und ihr werdet danach gestärkt in den Alltag übergehen. Mit einer ganz einfachen Taktik. Passe dein Atemrhythmus deinem Bewegungsrhythmus an. Fahre deine Bewegungsgeschwindigkeit runter. Achte auf deinen Atem. Sei achtsam, was du tust. Und dann hast du 2 bis 3 Mal pro Woche ein perfektes Krafttraining mit perfekter Technik und gleichzeitig noch eine wahnsinnig tiefe Entspannung. Freunde, ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Schreibt mir noch einen Kommentar rein, gebt noch mal ein bisschen Feedback, probiert es mal aus und schreibt mir rein, wie ihr euch fühlt. Das war's, Andreas Triebacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, heute zum Thema: Passe den Atemrhythmus, den Bewegungsrhythmus an und verlangsame dein Bewegungsrhythmus.